Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in Kosmotion. Wir befinden uns jetzt hier vor der Raumstation, die gerettet werden soll. Da werden wir uns jetzt mal nähern. So. Wurde schon gut beschädigt. Also das ist ein Flieger. Oder? Nee, eine Station, okay. Die einzigen Flieger sind... Oh, es gibt noch einen, okay. Ja, wir schießen am besten erst auf die ganz große hier. Weiß mal, bis zum Energiekern kommen. Ja, wir sind durchgekommen. Dann möchte jetzt das Schiff hier zerschossen werden. Schieß halt da. Das Schiff hin. Ach, das haut wieder ab. Dann machen wir erst die dritte Station da. Solange der hier ja nur abhaut. Einfach auf die Kommandobrücke schießen. So. Schießen wir jetzt auf das Triebwerk. In der Hoffnung, dass er nicht wieder abhaut. So, jetzt können wir ihn zerlegen. Mit einem Triebwerk ist er nicht mehr so schnell. Gut. Dann begeben wir uns jetzt hier hin, punkten die an. Kommen ein bisschen... Bargeld. Also. Das bringt uns hier alles nichts mehr. Kriegen wir hier noch Personal? Nein. Können wir irgendwas verkaufen? Ah, das behalten wir mal lieber alles. Gehen wir zu den anderen Schiffen. Ich habe das mal hier zur Station geschickt. Also zu dem Friedhof. Und zwar damit wir die hier... Oh, können wir immer noch nicht. Können wir noch nicht umbauen. Dann muss der hier mal ein bisschen sammeln. Ja, stelle ich mal dahin und sammle den Kram mal ein. Ja, jetzt nehmen wir die Station einfach mit. Ist natürlich auch intelligent. So. Können die mal ein bisschen hier unten einsammeln. Gucken, ob wir hier noch irgendwas einsammeln können. Na, können wir nicht. Dann müssen wir was verkaufen. Ja, dann die Teile, den Stahl. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Platz. Können das echt nicht einsammeln. Können wir die Station eigentlich übernehmen? Oder nur Piraten groß?
Nee, nur Piratenstationen kann man übernehmen. Ah, jetzt können wir wieder was einsammeln, das ist ja gut. Wie sieht das hier unten aus? Wir brauchen unbedingt viel mehr Crew. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Weil die aus diesen Lasern nicht mitarbeiten. Könnten wir irgendwas? Ne. 1600. 24 Uran. So, können wir wieder was verkaufen. Alles von der Station abbauen und dann der Station verkaufen. Gut, dann müssen wir mit dem Schiff dann ins nächste System springen. Müssen nur mal schauen, ob wir... Ja, wir haben kein Personal. Wir können auch nicht Schilder an die Seite hier noch machen, weil uns das Personal fehlt. Empfohlen sind jetzt schon 229. Der vielleicht Personal, was er uns verkaufen will. Nein, fehlt uns der Ruf. Ruhm. So, einsammeln und dann direkt wieder verkaufen. Aber wir springen erst runter. Dann können wir die kleine Station da upgraden bei dem Friedhof. Hat er jetzt gesammelt? Ja, ein bisschen. Dann lagern wir das hier alles zwischen bei dem. Bis wir neues Personal haben. Und die dann alle auffüllen können mit Personal. Weil hier gibt es ja sehr viele Ressourcen, die wir abbauen können. Nur wir brauchen halt sehr viel Personal dafür. Ist der fertig? Jo. Warum geht das nicht? Ach, der will da hinspringen. Ja, muss mal da hinspringen. So viele Ressourcen, die wir liegen lassen müssen. So. Der könnte sich ja mal so rumdrehen. Können wir das Ding jetzt aufrüsten? Können wir. So muss das. Ein bisschen Verteidigung wäre eigentlich noch gut. So und dann so. Oh, mehr Kommandoräume. Schade. Müssen sie erstmal zwei tun.
Gut, jetzt ist seine Waffe nicht besetzt, aber naja. Jetzt sollte das erstmal funktionieren. Jetzt kann die hier auch ein bisschen mehr beschützen. Der könnte ja hier weiter Kram einsammeln. Ne, erst Ressourcen übertragen. Zwar an, ja, das Schiff. Das alles hier, Drehstahl behalten wir. Das auch zum Abbauen, also erweitern. Einmal übertragen und dann kann der hier weiter sammeln. Oder wenn wir in ein anderes Gebiet springen, vielleicht den hier dann erstmal zurückschicken zur Raumstation. Hatte die Verteidigungssystem, ist jetzt die Frage. Ich glaube schon, oder? Ja. So. Dann können wir mit dem hier dann ins nächste System springen. Ja. Springen wir am besten in das da. Müssen wir nur gucken, wo die Barke dafür ist. Da. Oh, super. Ich will hier noch ein Pirat was von uns. Dreht er sich in einer Tour. So, zerstört. Erstmal einsammeln, wir haben ja wieder ein bisschen Platz. Reparieren können wir? Nein, können wir nicht. Vielleicht gleich. Jetzt. Einsammeln und dann ab ins nächste Gebiet. Ah. Die anderen bleiben hier. So, hoffentlich gibt es jetzt hier noch Ruhm. So. Da ist eine Station. Auf dem Weg dahin. Ah ja. War ja klar. Es gibt hier ein Zielgebiet. So, direkt mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Sehr viel Antriebe.
einfach mal. Lackbatterie. So schießen wir es halt in die Mitte. Wieder zwei überlappende Schilder da. Ärgerlich, er hat beides so, also auf jeder Seite hat er Cockpit. So. Können wir da noch was einsammeln? Mitnehmen, gucken, ob wir reparieren müssen. Ach, müssen wir gar nicht. Also wir müssen dann hier runter nach Quests gucken. Sind wir fertig? Scheint so. So, dann zur Station. Ah, da ist wieder einer. Ach, der haut wieder ab. Kann ja wohl nicht sein. Also wir brauchen unbedingt noch mehr Antriebe. Oder vielleicht reicht sogar dann, wenn wir genug Personal haben. Uiuiui. Ah, nur ganz kleine Schiffe. Zerstört. Da kommt ein größeres. Das hat wieder Raketen. Und versucht wieder abzuhauen. So. Da ist der vierte. Einfach. Aber das waren ja auch nur kleine Schiffe. Die größeren haben wir jetzt ja noch gar nicht gesehen. Wer weiß, mit was die auf uns schießen. Was wollen die denn? Reparieren müssen wir nicht. Da ist schon wieder ein Pirat. Oh, er will sogar was mit uns. Natürlich die ganze Crew raus. So. Wir können was reparieren. Wir können schon wieder nichts mehr einsammeln. Hier liegt so viel rum, dann müssen wir uns mal eine Markierung setzen. Oh, scheinbar haben wir schon ein bisschen Ruhm bekommen, nur weil wir Richtung Station fliegen. Also scheint es etwas Ruhm zu geben in dem Gebiet hier.
bis 610. Oh, cool. Eins haben wir schon geschafft. Oh, bis 840. Und bis 1170. Ah, das ist doch schön. Dann können wir doch hier ein bisschen bleiben und aufwerten. So, es gab auch direkt 32 Crew. Er hat 4000 aber verkaufen. Aber wir haben keinen Platz oder so. Naja. Also der hat gut Ressourcen hier. Hä, was rein? Oh, ne, diese Schiffe. Schade, dass wir es nicht zerschießen dürfen. So, wo sind die Aufgaben? Hier unten alle, okay. Die Piratenbasis werden wir nicht jetzt machen. Wie sieht denn das crewtechnisch aus? Ah, das sieht doch schon mal schön aus. Da ist keine drin, da auch nicht. Ah, doch, okay. Dann müssen wir mal überlegen. Das war irgendwie. Hier sind so viele. Dann werden wir daraus rot machen. Damit wenigstens ein bisschen was bedient ist. Ja, so sollte das erstmal. Und hier sitzt jetzt noch keiner und da. Dann machen wir das hier rot. Ja, jetzt sieht es doch soweit ganz gut aus. Warum ist denn? Die alle leer. Der geht nur in die Betten hier. Jetzt ist ja vorne gar nichts mehr besetzt. War doch bis eben noch. Oh, das ist doch. Könnten die jetzt mal die Waffen da oben besetzen? Fehlt auch überall, ja. Da auch. Also, wo muss denn jetzt... Oh, es fehlt echt hier oben noch. Wo fliegen wir denn eigentlich hin? Also, da und da ist eine Flak nicht bemannt. Und hier oben die beiden Kanonen und die beiden Flaks. Also, wie viel sitzen in so einer Flak? Drei Leute. Hier ist aber keiner in dem Zimmer. Also hier sind sechs. Da müssen wir echt noch... So machen. Wo sind die jetzt alle hingelaufen? Und ja, noch eins. Gut, die Flaks sind bemannt. Fehlt nur die Kanone. Und der eine Bergbaulaser. Also zwei Leute bräuchten wir. Wir haben aber kein kleines Bett mehr, das grün ist.
Oh, doch, hier. So. Da war noch einer drin, okay. Ja gut, eine Kanone fehlt jetzt. Das wird wohl hoffentlich jetzt am Anfang noch nicht so schlimm sein. So, Asteroidenfeld räumen. Ja, also das mit der Piratenbasis lassen wir erstmal. Umbauen können wir ja leider auch noch nicht. Aber das wird sich in dem Gebiet ja ändern. Wir können ja sehr viel Ruhm hier bekommen. Bis 1100, weiß nicht, 20, 150, irgendwie so. Das heißt, wir können komplett Personal bekommen. Also das ganze Personal voll bekommen. Und dann ein Stück breiter und hier noch Schilde und ein bisschen Abwehr noch. Und naja, auch ein bisschen Angriff. Was zum Henker? Mit was hat der denn auf uns geschossen? Schießen wir erstmal da drauf. Falls wir noch schießen können. Jetzt dreht der sich immer noch. Okay, der ist ja überall hin verstreut. Ach, wir können wieder nichts einsammeln. Wir dürfen uns jetzt aber auch nicht zu groß bauen, da noch Personal fehlt. Weil sonst könnten wir auch noch Lager einbauen, aber dafür müssen wir uns ein bisschen vergrößern. Und dann ist wieder Abwehr und Angriff eine Sache. Jedes Mal umspringt. Immerhin habe ich es auch eigentlich halt auf 4, aber trotzdem. Bisschen nervig. Wo wollen die hin? Diesmal. Munition. Haben wir genug? Oh ja. Da muss aber keine Munition hin. Also wir haben. Oh nein. Was denn? Rede ich nur nicht und greife an. Nein. Oh Gott, hat er viele Schilde. Ah, wir sind jetzt nennenswert. Können wir doch wieder nichts von. Ja. Die Schilde werden aufgetankt, gut. Hier liegt wieder so viel Kram rum, dass wir nicht einsammeln können. Mal, da ist wieder ein Schiffsfriedhof. So. Also die haben jetzt allesamt sehr gut Schilde. Wie es scheint. Und brauchen wir auch unbedingt noch ein paar mehr. Aber dass man die Kleinen nach hinten bauen kann und die Großen nicht. Schon eine Frechheit. Das ging ja einfach. Hä? Ja, wir brauchen unbedingt noch mehr Schilde. Zwei reichen nicht. Weil die überlappen zwar und hier sind drei kleine, aber trotzdem scheint das ja nicht zu reichen.
Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da ist einer und da sind drei. Ach, der kommt freiwillig. Das ist ja schön. Hier geht es ja richtig zur Sache in dem Gebiet. Der hat wiederum gar keine Schilde. Der ging ja gut schnell kaputt. Da kommt direkt der nächste. Da ist auch noch einer. Also hier ist aber viel Kram. Ja, und sehr schlimm, dass hier gar keine Schilde sind an den Seiten. Noch alle tot. Ah, hat nur gedauert. Irgendwas einsammeln. Ja, also das können wir auch direkt vergessen. So, was ist da? Ein unbekanntes Signal. Kopfgeld, dann wollen wir noch da. Wir machen jetzt erstmal die Mission, um rumzubekommen. Für Angestellte. Okay, das sind aber sehr viele. Ja, aber nur so ein kleines Schiff. Mach. Das andere. Da. Also diese kleinen Schiffe sind nervig. Da ist ein größeres. Oder auch nicht. So. Hauen sie immer noch ab. So. Unbekannter Kontakt. Ach, warte, das ist auch einfach nur ein anderes Schiff. Ja. So. Hier gibt es wieder ein Kopfgeld und Ruhm. Oh, schon wieder so viele. Viele, aber sehr klein. Cool, wann ist das kaputt gegangen? Habe ich drauf geachtet. So. Also irgendeins von denen wird ja wohl ein großes Schiff sein. Was ist denn da? Hyperraumpark. Ah, und der möchte sterben. Braucht er ja nur sagen. Das größer? Ja, also zwei Schilde, ganz viele Kanonen. Erstmal auf den Antrieb schießen. Ja, oder einfach mitten reingelaufen. Wir brauchen gar nicht so viel
Munition. Aber wir brauchen echt mehr Schilde. Ah gut, in den Kanonen sitzt schon wieder gar keiner. Da ist doch einer. Warum zum Henker? Geht der dann nicht einfach da oben in eine Kanone rein? Oh, wir werden angegriffen. Von wo? Von der... Oh, drei. Ja, dann schießen wir auf den da. Ja, und du schießt auch auf den, gute Idee. Und der hat Raketen. Trümmerfeld sich bewegen, ist aber auch schwierig. Was hat der? Nur vier Kanonen. Bauen uns aber gut Schaden rein. Nicht die Einzelnen, sondern die Masse dann, die uns den Schaden macht. Und wir können davon nichts einsammeln. Müssen wir ganz schön oft reparieren. Wir müssen unbedingt mehr Personal und weiter ausbauen. So viel Kram, den wir nicht einsammeln können. Ach, eine Quest ist noch. Und die machen wir jetzt natürlich nicht. Die Piratenbasis. Die wird bestimmt wieder schwieriger. Die machen wir dann einfach, wenn wir ein bisschen ausgerüstet sind. Also Personal wäre ja schon gut. Was? Ich habe doch auch falsch geklickt. Ja. Warum können wir die Schilder eigentlich nicht schräg bauen? Das war bestimmt das ganze Schiff schräg anfangen oder so. Ich habe probiert schräge Panzerung und da waren dann... nicht. Vielleicht muss ich hier so schrägen Baustoff nehmen. Oh Gott, sind die Schilder nervig. So. Ich hatte gedacht, so eine Panzerung hier schräge und da dann schräg den Schild dran, aber das klappt leider nicht. Das ist ganz schön oft reparieren. Vielleicht geht sowas hier. So und dann schräg daran. Aber das habe ich noch nicht getestet. Gut möglich, dass es auch gar nicht funktioniert. Können wir irgendwas einsammeln? So. Da ist ein Fragezeichen. Hm. Ja, dann gehen wir zu dem Fragezeichen, zu dem rüber und dann zur Station. Unbekannter Kontakt. Ah. Hypersprungbarke, das ist auch schon mal gut. Da ist eine, hier ist eine. Was ist hier? Ach, cool. Kleiner Reaktor. Da schicken wir jetzt erstmal einen hin. Könnte der jetzt rein theoretisch fliegen? Was soll denn? Hm? Wo soll er denn hin? Hey, wir haben noch eben einen eingeschickt. Was ist der denn?
Der sitzt auch da. Ach, weil keiner die Antriebe macht, ne? Ja. Schade. Wir brauchen einen da, der sich bewegt. Hm, bestimmt noch 3, 4. Jetzt müsste das ja eigentlich funktionieren. Sitzt ja nur keiner an Kanonen, aber das ist mir ja egal. So. Raumstation. Und ab. Hm, beide bewegen sich. Das ist auch schon mal schön. Und. Der ist auch. War schnell. Okay. Gut viele Waffen. Keine Ahnung, was wir mit dem machen. So. Station rufen. Zahlung, Bezahlung, 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 Bezahlung. Station retten. Es würde uns noch Ruf geben. Lokales System und eine andere Station retten. Sonst auch noch rum. Wir können 53 Leute anheuern. Mal was verkaufen. Ja, eigentlich nicht, weil wir müssen ja immer reparieren. Könnte auch jetzt auch noch welche drauf. Nö. Also wie viel haben wir jetzt hier? 156. Wird ja langsam. Also die Waffen sind alle bemannt, die Maschinenräume auch. Das ist doch gut. Ist jetzt hier oben eigentlich mal Hungerin in irgendeinem Raum? Echt nur in den beiden hier. Wie seltsam der das befüllt. Aber naja, es sitzt überall wer drin, die müssen halt von unten laufen. Aber das kann man auch später noch ändern. Also wir hätten noch ein paar. Wir sind da. Hier, da sind 2. Also wir könnten ein Stück breiter bauen und irgendwie hier noch Schilde rein. Genug Leute, die Schilde versorgen hätten, war. Ist nur die Frage. Lassen wir die Antriebe so, machen nur die Panzerung und die Verteidigung nach außen und dann irgendwann halt, dass die Antriebe innenliegend sind, wäre schon gut, ne? Können die uns die nicht immer zerschießen? Mal gucken. Und weil irgendwie da genug Geld für hätten. Dann wird das hier. Drei, vier, fünf, sechs. Vielleicht. Schilde. Ist echt ärgerlich, dass die so weit auch außen müssen. Brauchen an den Seiten ja auch Schilde. Was denn, wenn wir so und dann noch dahinter kleine.
Wie weit reicht das denn? So würde auch gehen. Ist nur die Frage, sind sie da noch an? Ich habe Spiegel nicht an, war ja klar. So ein Mist. 3, 6 Stück. Jetzt aber spiegeln an. Ja, gut. Hier könnten wir ja auch Star machen. Hier dann noch. So. Ha. Ja, ja, ja. Haben wir überhaupt noch genug Energie dann? Ach ja. Energie habe ich genug reingebaut. Ja, wo machen wir jetzt noch? Vielleicht hier noch ein Schild. So. Und dann so. Jetzt kommen wir da nicht hin. Das mal so machen. Da kommen wir jetzt auch nicht hin. Dann können wir die doch noch ein Stück nach vorne verlegen. So sind sie noch. Ja, so sind sie mehr in den Schilden. Aber so würden sie weiter seitlich schießen können. Dann machen wir so. Korridor. Panzerplatte. Warte mal. So. Anderen Seite auch, ja. Okay, okay. Crew haben wir ja genug. Also Crew-Quartiere. Oh, empfohlen 249. Dann stellen wir am besten hier noch eins rein. So. So. Hier dann so rum Panzerplatten und noch Flugabwehr. Ja, da brauchen wir ja immer wieder einen Gang. So. So. Warum
ist das eigentlich ein weiter Inn? So, dann kommt hier ein Gang hin. So. Schießen, ja. Ja, geht gerade so noch. Und der? Ja. Hier könnte noch eine Reihe davor. Ne, warte, da muss er wieder hier. So. So. Hätten wir oben wenigstens schon. Das ist die Sache. Hier auch ein Schussradius. Also hier haben wir jetzt kleine Schilde. Wenn die großen aufhören, dann haben wir hier noch die kleineren. Hier auch. Müssen wir unten nur dann auch noch breiter, irgendwann größer. Wie sieht denn das jetzt gewichttechnisch aus? Ja. Keine Ahnung, weil der Antrieb nicht beisteht. So. Das Bett hier machen wir. Das neue, das wir gebaut haben. Jetzt nur die Frage, ist der Kern ist nicht weit, also zu weit entfernt, oder? Sehen ist noch. Oh ja, hier ist rot. Wir hätten aber genug Energie. Ich hätte jetzt eigentlich keine Lust, hier noch einen Reaktor hinzuknallen. So, dann muss das aber noch ein nach außen, damit wir hier noch eine Reihe Panzerplatten. Ach, können wir nicht wegen dem Gang. Ha. Da müssen wir hoffen, dass es hält. Sonst schießen die uns direkt auf den Reaktor. Hey, wo ist unser Schiff hin? So, Energie haben wir. Nur mal gucken. Crew konnten wir keine mehr kaufen, aber Quests konnten wir jetzt noch machen. In dem Gebiet hier. Da ist ein Signal. Da ist eine Station, die wir retten müssen. Und hier auch. Ja, die Piratenbasis ist natürlich schwieriger.
Aber wir haben ja jetzt ein bisschen umgebaut. Vielleicht klappt das ja mit den Schilden dann. Ernsthaft. Die Großen gehen schon wieder. Ich. Oder doch da. Und warum gehen... Die werden hier angedeutet und hier. Warum ist unser grüner Kreis auch so? Nicht rund. Liegt das vielleicht, brauchen wir dieses Sensor-Ding? Aber kann ich, haben wir noch nicht freigeschaltet. Kostenlos. Oh ja, wir sind ja mal gerade nicht pleite, das ist auch schon mal gut. Aber haben wir dafür überhaupt irgendwo Platz? Wie groß ist denn die? Also Crew und Energie braucht das Ding. Oh ja, dann gehen uns ja Lager flöten. Das ist zu weit von der Energie entfernt. Oh, der spinnt doch. Also man könnte Türen reinbauen, das geht ja schon mal. Aber wie viele? Größe 3x3 Meter, Crew erforderlich 4. 8 Kommandopunkte. Radar 2400 Meter. Crewgeschwindigkeit 50%. Also werden die dann langsamer oder schneller? Ich habe keine Ahnung, aber hier nervt er rum, dass die Energie zu weit weg ist. Ich habe aber woanders keinen Platz. Dann geht das erst, wenn wir hier auch auf die Breite, also verbreitert haben. Vorher geht das nicht. Ah, geht nicht anders. Okay, dann müssen wir das wann anders mal gucken. Wegen den Sensoren hier. Und hier zeigt er jetzt die Schilder an. Aber wenn wir hier rausgehen? Nicht. Ha. Naja. Dann werden wir in der nächsten Folge die Piratenstation hier machen. Oh, was denn jetzt? Gucken. Kriegen wir den? 66, oh Gott, wir werden, müssen noch mehr Antriebe bauen. Wir werden immer langsamer. Ja, wir bekommen ihn. So, schieß doch mal bitte drauf. Guck, wie sieht denn das bei uns aus? Gut. Können wir davon irgendwas jetzt ein? Ach ne, wir haben ja das Lager nicht vergrößert. Doch hier hatten wir ein paar kleine Lager hingebaut. Dann werden wir die Piratenstation in der nächsten Folge machen. Ah, können wir auch noch einsammeln. Cool. Also die Piratenstation, die beiden Stationen befreien, dann kriegen wir noch Ruf. Vielleicht auch noch ein bisschen durch... Also generell Piraten zerstören. Dann können wir noch weiter umbauen. Dass es gleich breit ist und müssen mehr Antriebe einbauen. Vielleicht mache ich mal einen Plan dafür.
aber dafür fehlt uns ja dann wieder ganz viel Personal. So, und das werden wir erstmal in der nächsten Folge alles machen. Und dann, wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.